Es gab einmal jemanden, seine Schwiegermutter hat gelegt auf der Taborstraße. Und er musste unbedingt, er wollte unbedingt neben seiner Schwiegermutter leben. Warum? Weil sie macht jeden Schabbat und so, und er wollte genießen. Er sucht eine Wohnung und er hat gelebt ein bisschen weiter entfernt. Er hat gesucht eine Wohnung, es gibt keine. Er kommt zur Nachbarn, zu den Nachbarn von dieser Schwiegermutter und sagt, ihr habt eine Wohnung und ich würde gerne eure Wohnung kaufen. Wie viel verkauft ihr diese Wohnung? Wir verkaufen nicht. Er sagt, ich weiß, diese Wohnung ist wert, sagen wir, 300.000 Euro ist sie wert. Ich gebe euch 350.000. Zwei Straßen weiter könnt ihr um 300 kaufen, 50.000 habt ihr in der Tasche. Nein, wir verkaufen, wir wollen nicht verkaufen. Warum? Umzug kostet Geld und Dardisar, wir wollen nicht. Ich gebe euch 360, wir wollen nicht. Top, wollen nicht. Zwingen kann man nicht. Nun, ein, zwei Wochen vergehen, kommt er wieder zu denen, klopft bei denen, sagt, habt ihr vielleicht überlegt, ob ihr doch die Wohnung verkauft? Nein, wir haben gesagt, nein, lasst uns in Ruhe. Okay, ich habe euch einen anderen Vorschlag. Ich würde gern in eurer Wohnung einen Nagel kaufen. Was ist eine Nagel? Ich gebe euch 50.000 Euro, aber ihr gebt mir auf einer Wand bei euch im Salon einen Nagel. Ich kann dort einen Nagel reinbohren. Warum? Ich gehe immer zu meiner Schwiegermutter einkaufen, Sachen, und bis sie nachher die Tür aufmacht und so. Ich will, ich weiß, ich habe daneben meine Sachen hingelegt. Ich komme zu ihr am Schabbat, ich kann meine Sachen von da direkt zu ihr bringen. Deswegen, ich will, dass sie mir erlaubt, in eurer Wohnung einen Nagel reinzubohren, einen starken Nagel, und darauf werde ich meine Sachen aufhängen. Dafür gebe ich euch 50.000 Euro. 50.000 Euro? Moment, das hört sich ein bisschen... Was ist schon ein Nagel? Also wir werden statt irgendein Porträt, werden wir einen Nagel haben. Aber dafür haben wir 50.000 Euro verdient. Kein Problem, Moment, wir müssen einen ordentlichen Vertrag machen, mit Notar unterschrieben. Die machen einen Vertrag. Ich, Volontschef Volontschei, verkaufe einen Nagel in der Wohnung auf der Taborstraße. Und auf diesen Nagel darf der Käufer, er darf dorthin legen, seine Säcke, er darf kommen, wann er will. Und er darf seine Sachen drauf lassen, solange er will. Und jedes Mal muss er ihn reinlassen, damit er rein und rausgehen kann, und einen ordentlichen Vertrag. Und der Verkäufer, er darf nicht die Sachen angreifen, Privatsphäre, er darf nicht die Sachen angreifen von dem Käufer. Und wenn er die Sachen dort angreift, ist es eine totale Vertragsbruch, weil er ist ein totaler Vertragsbruch und muss 500.000 Euro Strafe bezahlen. Ja, beide unterschreiben bei Notarius. Ich werde schon zu dir kommen, lass. Eine Woche vergeht, passiert nichts, zwei, drei Wochen, plötzlich, 4 Uhr in der Früh, klopft er, ja, aber zieht Pyjama, ja, aber was ist, du, ich möchte gerne etwas aufhängen, ich war jetzt auf dem Weg zu Slichot, ich will jetzt aufhängen bei dir ein kleines Sackerl, ich will morgen in der Früh, will ich zu meiner Schwiegermutter reingehen. Aber jetzt, vereinbaren, wann ich will, kein Problem, komm, 50.000 Euro ist nicht wenig, komm, er nimmt ein kleines Sackerl mit Schuhe, was er eingekauft hat, und hat es dort aufgehängt. Für 50.000 Euro ist es wert, und er lässt ihn gehen. Nun, ein, zwei Tage vergehen, nachher er kommt und ich muss jetzt zu meiner Schwiegermutter, nimmt und bleibt bei seiner Schwiegermutter. Am nächsten Tag kommt er wieder, klopft bei ihm, ja, ich wollte jetzt da noch ein kleines Sackerl, morgen ist Schabbat, ich wollte Sachen vorbereiten. Nun, er hat genommen ein paar Früchte und aufgehängt. Ein Monat kommt er nicht, nach einem Monat kommt er mit einem etwas schwereren Sack und legt es darauf hin, sagt er wieder, das ist... Legt das darauf, kein Problem. Er legt es darauf und er geht am Abend, Frau geht in die Arbeit, Mann in die Arbeit, Kinder sind weg. Am Abend kommt sie und sie sehen, irgendwas beginnt da zu stinken. Es ist, irgendwas stinkt da, ja? Nun kein Problem. Das ist seine Sache, wir dürfen es nicht angreifen. Ein bisschen Spray haben sie darauf gelegt. Nun, am nächsten Tag, der Gestank hat sich ein bisschen verstärkt. Und die sehen schon, 60.000 Fliegen kommen schon dorthin und haben den ganzen Salon voll mit Fliegen.
was soll denn so los? Die sagen, oh, das geht nicht mehr, du, nehmen es schon raus. Nach drei Tagen, die konnten nicht mehr, alle waren in der Terrasse. Keiner bleibt mehr in dieser Wohnung. Nehmen wir das Ganze raus. 500.000 Euro Strafe, wenn jemand berührt. Geht nicht. Alle sind in der Terrasse. Nun, nach drei Tagen, er kommt, ganz chillig, kommt langsam und er sieht alle auf der Terrasse. Moment. Sukkot ist noch nicht Sukkot. Was macht der auf der Terrasse? Es gibt noch Zeit. Geht's rein. Du, nimm bitte deine Sachen. Welche Sachen? Die Sachen sind da, die bleiben, so viel ich will. Jetzt haben wir vertraglich unterschrieben. Es bleibt, ich will, dass es noch da bleibt. Aber es geht nicht. Wir können so nicht leben. Es stinkt. Und tut mir leid, wir haben einen Vertrag unterschrieben. Es geht nicht. Nur bis nachher dieselbe zu ihm gekommen sind. Er sagt, du mir den Gefallen. Du wolltest die Wohnung kaufen. Dabei 350.000, nimm die Wohnung und wir verkaufen dir die Wohnung. Sagt, nein, welche 350.000? Ich habe schon 50.000 investiert. Okay, dann gib 300.000. Nein, nach einer Investition muss es weniger sein. 200.000 im guten Fall gebe ich euch. Wie? Was? Wo? Am Ende kurz gesagt, sie haben gebettelt, dass er diese um 200.000 nachher diese Wohnung kauft. Mal schauen, also es war nicht diese Geschichte, es ist nur ein Vergleich. Yetzera beginnt mit Kleinigkeiten, ein kleiner Nagel. Du lass den Nagel und du bekommst, für diesen Nagel bekommst du jetzt irgendwelchen Genuss. Und mit diesen Kleinigkeiten, langsam, so bei einem Damm, ja. Ein kleiner Loch im Damm kann nachher, die ganze Städte kann nachher ruinieren. Wir müssen aufpassen auf den Kleinigkeiten, das ist die Arbeit von uns. Auch auf, besonders auf die Kleinigkeiten müssen wir aufpassen, weil normalerweise man unterschätzt die Kleinigkeiten und genau diese Kleinigkeiten sind, die den Menschen einerseits fertig machen, aber andererseits auch den Menschen aufbauen. Und Bezat Hashem, dank den Kleinigkeiten sollen wir alle stark aufgebaut werden und im Buch der Gerechten, der Tzadikim, aufgeschrieben werden. Warum?